Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir aus Frankreich Aluminiumhandschellen. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um ein frühes Modell der La Peugeot. Wir sehen bei der Handschelle selbst die typische französische seitlich ovale Form, in der die Handgelenke nicht hochkant in der Handfessel eingeschlossen werden, sondern senkrecht bzw. waagerecht. Wir sehen eine recht einfache, aber ja auch grob geschliffene Beschichtung oder Oberfläche. Wir haben hier einen halbrunden Schlosskasten. Dieser mündet hier unten in dem Handschellenflügel, geht erst recht gerade und beugt sich dann hier am Ende zum Niet, der den Handschellenbügel hält, sehr schnell herum. Der Niet ist auf beiden Seiten sichtbar, er ist leicht erhaben, sichtbar nicht, sondern nur fühlbar. Wir sehen hier auch eine gewisse Ungleichmäßigkeit und ansonsten haben wir hier sichtbar an dem Schlosskasten auch drei Nieten, die hier aufgebracht sind und diesen zusammenhalten. Also insgesamt haben wir quasi zwei Handschellen-Schlosskastenhälften mit dem Flügel daran, vier Nieten, einen Bügel, ein Innenleben und eine Kette. Seitlich betrachtet fällt auf, dass wir hier drei Schichten haben. Hier entsprechend die mittlere Schicht des Schlosskastenrahmens. Dieser mündet hier sichtbar in 1, dann entsprechend in dieser Öse. Alles komplett aus Aluminium gefertigt. Und diese Öse mündet dann hier in einem drehbaren Drehwirbel aus stabilem Draht gefertigt. Auch komplett drehbar. Und hier am Ende haben wir noch einen verschweißten O-Ring. Dieser mündet dann ebenfalls wieder hier in der Halterung für die Kette. Die Kanten der Handschelle sind leicht abgerundet. Auch hier außen. Und vom Zusammenlegen her macht sie einen sehr leichten, wie gesagt Aluminium, sehr leichten Klangeindruck. Wir kommen nun zum Geräusch der Handschelle. Fällt auf, dass die Handschelle sich sehr grob und schwergängig anhört. Wir haben hier im Bügel, der hier entsprechend auch eine sehr starke Rundung aufweist, dann wieder leicht gerade verläuft und dann wieder eine stärkere Rundung hier zum Ende hin bringt. Vom Anfassen ein sehr dumpfes Streichgeräusch. Am Bügel selbst haben wir hier die Zähne und damit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Schließmöglichkeiten. Die Zähne sind entgegen der Laufrichtung recht spitz, also nicht abgerundet. Und die Anzahl der Zähne bringt uns hier die größtmögliche Einstellung. Und hier die kleinstmögliche. Die Zähne der Handschelle rasten hier in der Schlossfalle ein. Die Schlossfalle hat insgesamt drei Zähne und ist hier einzeln eingesetzt.
was hier wiederum auch auf eine sehr simple Technik schließen lässt. Wir haben hier das Schlüsselloch. Dieses hat hier eine runde Form und entsprechend unten für den Schlüsselbart. Dann geht es gerade zu. Auf der Rückseite haben wir ein rundes Loch als Austritt für die sichere Führung des Schlüssels. Der Schlüssel an sich, ob er original ist, kann ich nicht sagen, sieht hier ebenfalls sehr einfach gemacht aus. Er hat hier einen geraden Zulauf vom Schlüsselbart, der aus geschlossenem Material hier gefertigt wurde. Und hier entsprechend den Bart des Schlüssels. Und ansonsten ist der Schlüssel hier vom Schlüsselkörper her sehr großzügig, dass man ihn entsprechend dann auch führen kann, angefertigt worden. Um die Handschelle zu öffnen, setzen wir den Schlüssel hier so rum in das Schloss ein. Er ist jetzt leicht drehbar. Wenn wir ihn Richtung Kette drehen, merken wir hier einen gewissen Widerstand. Schon kurz nach Einsetzen des Schlüssels und können dann den Bügel hier frei bewegen. Wir schauen uns das Ganze hier auch nochmal in der Schließfalle an. Wir sehen, dass sich ein relativ großer Bereich hier entsprechend vor und zurück bewegt bei Betätigen des Schlüssels und somit das Schloss freigibt. Sehr simpel und sehr grob und grobschlächtig. Die andere Seite ebenso. Schlüssel einsetzen, in Richtung Kette drehen und dann, das ist der Vorführeffekt, schauen wir uns das hier mal an, es dreht sich sehr weit zurück, aber ganz lässt sich hier die Schlossfalle nicht zurückziehen. Ganz leicht rastet es immer noch ein. Eine gefährliche Sache, sollte man die Handschelle mal benutzen. Ja, ein sehr einfach hergestelltes Modell, nicht mehr ganz in Ordnung, wie es scheint. Wir kommen nun noch zum Gewicht dieser Handschelle. Und dort haben wir exakt 156 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.